Wir haben hier einen Abschlussbericht für ein hochinteressantes Beteiligungsverfahren unserer Förderschule in Zeitz, dem Förderzentrum der Pestalozzi-Schule. Wir wollen dort kräftig bauen, aber um bauen zu können, muss man erstmal wissen, was man verändern möchte. Und dazu hat Herr Professor Kühn und Frau Dr. Wipfler ein Beteiligungsverfahren mit Eltern, Schülern, Pädagogen, dem gesamten Umfeld der Schule organisiert. Und das ist das Ergebnis, das dann in einer Stunde von Ihnen in Zeitz vor dem Kollegium dort präsentiert wird. Hier sind hochinteressante Ideen dabei, die wir umsetzen werden in diesem historischen Gebäude für die Schülerinnen und Schüler, die Lernschwächen haben, die andere Förderbedarfe haben. Und ich glaube, da wird ein Bildungszentrum, ein Bildungscampus in Zeitz entstehen, der kann sich sehen lassen und wir können diese jungen Menschen in die Mitte unserer pädagogischen Bemühungen rücken. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich so engagiert haben und danke für diesen Abschlussbericht. Es war unsere Herzensangelegenheit, den Bedarf der Schüler, der Lehrer, des Kollegiums sowie auch der Schüler, der Eltern ein Stück weit zu berücksichtigen zu dem Prozess. Und was uns sehr gut gelungen ist, und dazu kann Herr Kühn noch erläutern, was verändert wurde. Ja, ich bin froh, dass der Partizipationsprozess mit der Übergabe der Abschlussdokumentation und mit dem Kolloquium, was mit den maßgebenden Akteuren nachher in Zeitz stattfindet, abgeschlossen ist. Wir haben im Juli begonnen und haben es geschafft, trotz Corona mit Intensität aller Akteure bis November im Wesentlichen alle Interviews, Workshops, Veranstaltungen durchzuführen. Im November haben wir dann parallel schon begonnen, mit dem fertiggestellten Raumprogramm die Planungsaktivitäten einzuleiten. Die Stellungnahme vom Schulamt ist positiv, das heißt, unser Raum- und Funktionsprogramm ist bestätigt. Wir werden letztendlich die Entwurfsplanung im April in Magdeburg vorstellen und hoffen, dass wir im Herbst diesen Jahres beginnen und Ende 2024 die Maßnahme fertigstellen und damit dann letztendlich die Förderschule optimale Bedingungen hat, um die Schüler auch auszubilden. Sehr schön.